so eine Hustler-Mentalität, die brauchst du halt. Ne? Du musst so eine Macher-Mentalität an den Tag legen. Und du hast ja schon gute Voraussetzungen. Schau, du sagst, du hast ja alles selber arbeitet, im Fitnessstudio hast du was Gutes aufgebaut und willst auch noch weiter. Und diese Energie oder dieses Verhaltensmuster musst du auch einfach auf das Frauending halt ummünzen halt. Ne? Aber es geht ja, es ist ja machbar. Ne? Von nichts kommt nichts halt. Ne? Also du kannst das Spiel nur gewinnen, wenn du spielst. Ne? Und die meisten denken sich, warum kann ich keine Frauen kennenlernen? Weil die sich selber so einigeln, weil die gar nicht rausgehen, weil die gar keine Frauen ansprechen. Die gehen weder in den sozialen Kreis irgendwo mit Freunden, noch gehen die in den Club, noch gehen die raus. Und wenn die ab und zu mal rausgehen, dann sowieso sprechen die niemanden an oder so, sondern gehen nur kurz einkaufen und das war's halt. Ne? Also so kannst du keine Frauen kennenlernen. Und früher dachte ich auch, ich hatte auch mal so mit 20 schon einen guten Körper gehabt. Und ich dachte mir, jetzt habe ich echt einen geilen Körper. Jetzt müssen noch die Frauen kommen. So. Aber keine einzige kam. Wirklich, keine einzige. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Seit 2 Jahren trainiere ich so richtig hart und mein Körper, ich bin richtig zufrieden. Und die Frauen müssen auf mich stehen, aber da tut sich nichts. Und die Frauen stehen vielleicht sogar auf mich, aber ich gehe nicht hin und mache den nötigen Schritt. Oder du musst dich halt selber vermarkten. Als Mann auch machen muss. Ja, genau. Und das reicht absolut nicht, dass du ein gutes Produkt hast. Also wenn du das beste Produkt der Welt hast, wenn das keiner kennt, dann wird es keiner kaufen, okay? Und du bist im Endeffekt das Produkt. Deine Persönlichkeit, dein Körper, dein Style. Und das Vermarkten ist, hey, hier bin ich, hallo, hier bin ich, nimm mich. Und wenn du das aber nicht machst, dann wird niemand auf dich aufmerksam und keine Frau will dich halt. Ne? Und das ist Vermarkten. Und der Skill an sich ist halt noch, wie du dich vermarktest konkret halt. Ne? Wie, auf welche Art und Weise. Und so kannst du halt viele Frauen kennenlernen. Also du siehst, es gibt so viele Parallelen zum Leben mit Frauen verführen. Und das wiederum bedeutet halt, wenn du darin gut wirst, dann wirst du noch besser in deinem Job oder in anderen Sachen halt, ne? Und was dein Job Selbstbewusstsein steigt halt auch generell. Also genau, genau. Bereichen, also ja. Wie du gesagt hast, im Job. Ja, also kann ich mir gut vorstellen, wenn du das jetzt durchziehst mit den Frauen, dass du dann auch noch schneller den Mut fasst, deinen Job zu wechseln und irgendwas machst, was du wirklich machen willst halt, ne? So war es ja bei mir, ne? Ich habe Journalismus studiert, hat mich halt gar nicht interessiert. Mhm. Wenn die anderen die Schulbank bzw. Studienbank gedrückt haben und Journalismus studiert haben, habe ich Pussy studiert. Also kann man nicht anders sagen. Frühest, mittags, abends war ich draußen halt. Ne? Und aber ich habe mich halt so Sachen getraut, als ich die allererste Frau angesprochen habe, wusste ich, das wird mein Leben verändern, weil das war so ein krasses Gefühl für mich. Ja? Und ich bin immer weitergegangen, habe weitergemacht und das hat so krass mein Selbstbewusstsein gestärkt, dass ich mehr und mehr einfach das machen konnte, was ich eigentlich wollte, halt, ne? Weil ich mir nicht mehr selber im Weg gestanden bin, weil ich nicht mehr so große Ängste hatte, weil ich mich nicht mehr so sehr von der Gesellschaft habe leiten lassen, dass ich sage, okay, ich muss so und so und so leben, sondern ich lebe so, wie ich will und du kannst selber deinen eigenen Weg besser herausarbeiten dadurch, was ein ziemlich geiles Gefühl ist halt, ne? Und wirst halt noch viel glücklicher. Und stell dir vor, du hast einen anderen Job, wo du mehr Energie hast, dann ist es wieder so eine Wechselwirkung, dann baut dich das noch weiter auf, dann wirst du besser bei den Frauen und lass uns da einhaken. Das ist halt wichtig, dass du dich wirklich diesen Spannungssituationen aussetzt, ne? Nicht rausgehen. Weil wenn du wirklich nur sagst, okay, jetzt habe ich sie angesprochen, jetzt weiß ich nicht weiter, jetzt gehe ich raus, da lernst du nichts. Ne? Du musst nicht perfekt sein, du musst jetzt nicht ein perfektes Gespräch führen. Und ich sage das jetzt so nach vorwärts stolpern. Okay? Wenn du jetzt zum Beispiel 10 Frauen angesprochen hast und nicht wusstest, was du sagst, bei der 11. weißt du wieder nicht, was du sagen sollst, aber du merkst, du stirbst nicht. Das ist in Ordnung, dass du jetzt nicht weißt, was du sagen sollst. Und infolgedessen schüttet dein Hirn nicht mehr so viel Adrenalin aus und dir fällt wieder mehr ein, okay? Also, aber du lernst nichts, wenn du immer gleich rausgehst. Schau, im Fitnessstudio genau das Gleiche. Bei der ersten 10 oder 6, 7 Wiederholungen lernst du nichts, sondern erst bei den letzten 3, 4, wo schmerzt, da wächst der Muskel dann auch, weil er sich versucht dagegen zu schützen, ne, gegen den Schmerz. Und so ist es genauso beim Frauenansprechen, wenn du jetzt im Gespräch bist, ich weiß, dass ich angefangen habe, habe ich auch immer nur eine Minute ein Gespräch geführt, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und dann bin ich entweder schnell auf die Nummer gegangen oder ich bin gleich rausgegangen, was aber nicht das Ziel ist. Ja? Du willst ja nicht irgendwie so schnell aus der Situation raus, sondern du willst dich der Situation, wie soll ich sagen, du willst dich daran gewöhnen. Ja? Und mit der Zeit wirst du immer besser, mit der Zeit wird es immer lockerer. Halt, ne? Und das ist halt, was du lernen musst. Und du wirst auch merken, wenn du drin bleibst im Gespräch, auch wenn du am Anfang ein bisschen unsicher bist, nach 3 Minuten, nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach 1 Stunde, es wird immer ruhiger. Ja? Dein Hirn kann gar nicht so viel Stress ausschütten über 1 Stunde oder 2 Stunden. Das geht gar nicht. Das ist nur am Anfang so. Es wird natürlich noch ein bisschen unangenehm sein, aber nicht mehr so krass wie am Anfang. Und nimm das einfach mit, wenn du Frauen ansprichst, dass du immer im Gespräch bleibst, okay? Genau. Das ist halt so ein Frame-Battle, nenne ich immer. Du gehst mit einem Lächeln rein, sie ist unsicher, du bleibst sicher und sie wird gefressen von deiner Positivität, ja? Sie ist unsicher, du bist unsicher, das schaukelt sich so hoch und oder sag mal, du bist positiv sogar und sie ist negativ und du wirst aber negativer, weil sie negativ ist und dann schaukelt sich das so hoch, ihr seid beide negativ und unsicher und dann geht
meistens nichts. Denk einfach dran, du hast gute Absichten, du willst die Frau kennenlernen, weil sie dir gefällt, du machst ein Kompliment, du gibst ihr ja etwas Positives, ne? Und du machst es ja nicht so wie, ey, Baby, geiler Arsch, so, sondern du sagst ja ganz normal halt, ne? Und da freut sie sich auch in der Regel. Und was dann folgt ist, du willst sie erstmal kennenlernen, schauen, wie sie so drauf ist und so. Und in der Regel, du hast ja auch gemerkt, die Frauen freuen sich ja auch, ne? 70-80% der Frauen haben gelacht, haben sich gefreut zu dem, was du gesagt hast halt, ne? Das musst du halt auch verstehen. Versagen tust du nicht, wenn du abgelehnt wirst, sondern versagen tust du, wenn du kuschst, wenn du gar nicht die Frau ansprichst, okay? Ja. Die meisten fühlen sich, weil die das nicht richtig verbinden können, wenn die einen Korb bekommen, denken die, die sind der größte Loser der Welt, ne? Aber das ist ja, jeder wird abgewiesen im ganzen Leben, nicht nur im Bereich Frauen halt, ne? Ja. Aber die Gewinner, die stehen erstens immer wieder auf und die Gewinner, die machen es auch, die versuchen es immer wieder halt, ne? Und das ist genau das, was viele nicht machen. Die sind dann so gekränkt, oh, ich habe eine Ablehnung bekommen. Und dann war es das halt. Ne? Du siehst es ja nicht, wie oft derjenige... Genau, ich glaube Michael Jordan oder so, der ist ja einer der besten NBA-Spieler gewesen. Ne? Und der hat aber auch mal gesagt in einem Interview, okay, ich habe so und so viele entscheidende Körbe verhauen, wo es um was ging oder so und so viel bin ich gescheitert. Und genau deswegen, weil ich so oft gescheitert bin, habe ich es letztendlich geschafft und wurde einer der Besten halt. Ne? Mhm. Also das gehört zum Spiel. Auch Arnold Schwarzenegger hat was Ähnliches gesagt. Ja? Mhm. Also, du musst, das ist ein nach vorwärts stolpern. Wenn du laufen lernst, dann fällst du auch nicht zweimal hin und stehst wieder auf und kannst es, sondern du fällst, keine Ahnung, tausendmal hin und irgendwann kannst du es. Ne? Nur wenn wir erwachsen werden, dann haben wir das gelernt, so okay, ja, ich, wenn ich ein, zweimal irgendwas nicht kann oder in Mathe irgendwie eine schlechte Note schreibe, dann bin ich kein Mathe-Genie, dann bin ich schlecht und Mathe ist nicht mein Ding oder so halt. Ne? Du musst einfach nur üben halt. Ne? Willst du bis 60 Jahre das so weitermachen und dann... Es geht auch nicht, ne? Und, schau mal, du hast nur ein Leben und das ist halt extrem wichtig. Du hast nur ein einziges Leben. Und also, wenn du auch jetzt so wie ich nicht an eine Wiedergeburt oder sonst was glaubst, was bedeutet, du kannst dein Leben extrem verschwenden, so wie es die meisten Menschen machen halt. Ne? Die Frage ist, willst du dein Leben halt so fremdbestimmt leben und irgendwas machen, was du nicht wirklich willst und so vor dich hin vegetieren oder halt wirklich deinem Ziel, deine Mission nachgehen und dann wirst du halt richtig, richtig glücklich halt mal. Und was heißt richtig glücklich, aber halt zufriedener mit dir selber halt. Ne? Ja.